Hallo Freunde der schlechten Unterhaltung, ich begrüße euch zu einem weiteren Video hier auf dem Channel. Wir spielen heute The Very Organized Thief, was zu Deutsch übersetzt so viel bedeutet wie der sehr organisierte Dieb und wie ich vermute, sich hier nur um Sarkasmus handelt und in Wirklichkeit heißt, dass der Dieb keineswegs organisiert ist. Empfohlen wurde mir das Spiel übrigens von einem Zuschauer, um genau zu sein, vom guten Squabtoast. An dieser Stelle nochmal Dankeschön und liebe Grüße an dich. Und ja, worum geht es eigentlich im Spiel? Ich glaube, in der Hinsicht bin ich genauso unorganisiert wie unser Dieb hier. Ich würde sagen, wir pressen einfach mal Space to Start und schauen uns dieses Diarrhö einfach mal gemeinsam an. Also Freunde, was mir auf jeden Fall direkt in die Augen sticht, ist diese Antlitz, diese fast gottgleichen Grafik. Ganz ehrlich, da können sich Spiele wie Layers of Fear auf jeden Fall nochmal eine Scheibe von abschneiden. Nee, aber mal im Ernst. Als ich das Spiel eben gestartet habe, gab es tatsächlich die Option, die Grafikqualität einzustellen. Wo ich mir dann so die Frage stelle, welche Grafik? Na gut, ich will das Ganze jetzt nicht weiter ausdiskutieren. Mit WASD können wir laufen. Und wenn wir Shift halten, können wir Dinge aufheben. Wie zum Beispiel diese Lampe. Da liegt ein Ei. Warum liegt da ein Ei? Achso, ist ja Ostern. Stimmt ja, ich nehme das hier gerade zu Ostern auf. Deswegen, ach guck mal hier, alles schön mit Ostern geschmückt. Das finde ich ganz cool. Mit dem Ei können wir aber nicht viel machen. Vielleicht können wir das ja in die Küche bringen und ein schönes Omelette machen. Eigentlich bin ich kein großer Ei-Fan, aber ist auch egal. Was müssen wir jetzt hier überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Guck mal, hier liegen überall Ostereier. Eigentlich voll witzig. Was müssen wir denn jetzt hier überhaupt machen? Kann ich hier ein bisschen randalieren? Geht das? Das wäre so. Was ist denn das? Ja, Kinder, genau so endet ihr, wenn ihr Veganer werdet. Ja, da werdet ihr irgendwann ganz grün. Na gut, könnte auch die Freundin vom Hulk sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Take a portrait of a lady. Was? Hab ich das gerade mitgenommen? Hab ich das? Guck mal, hier liegt ein Smartphone. Können wir das auch mitnehmen? Das Smartphone können wir natürlich nicht mitnehmen. Das total wertlose iPhone können wir natürlich nicht mitnehmen. Das ist ja nichts mehr wert. Heutzutage will ja keine Sau mehr haben. So, ich werde mich erstmal ein bisschen umschauen. Hier ist noch so ein pottenhässliches Bild. Das hat er auch mitgenommen. Müssen wir jetzt Bilder klauen oder was? Aua, klatscht sich erstmal die Tür in die Fresse. Mach mal zu hier. Kann ich die... Er nimmt manche Sachen mit und manche nicht. Oh, es bimmelt. Es bimmelt zur Stunde. Sehr schön. Wir sind jetzt gerade in der Küche. Take a chocolate bunny. Ach cool, den können wir sogar mitnehmen. Ich weiß gar nicht, was wir überhaupt mit... Oh, wie geil ist das denn? Entschuldigung, Alter, der Typ, der hat Toast im Kühlschrank. Also warum hat er Toast im Kühlschrank? Aber wie cool ist das, dass er Toast im Kühlschrank hat? Der Schatten da hinten... Das heilige Toast. Gut, pass auf, ich leg dich mal hier hinten ab. So. Den Kühlschrank lassen wir offen, damit die Energieverschwendung richtig schön in die Höhe steigt. So, eine Mikrowelle. Pack weg den Scheiß. Was ist denn jetzt hier? Ich hab keine Ahnung, Alter. Mhm. Ich würde hier ganz gerne noch mal ein bisschen... Also, Entschuldigung, ja, so ein paar Eier im Haus verstecken, so schöne Girlanden aufstellen, kein Problem. Aber welcher Typ stellt sich denn sowas ins Haus? Mal ganz im Ernst, ja? Da hätte ich... Das ist doch nicht mehr normal. Wo müssen wir die Eier vielleicht in den Korb legen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das Ganze ist jetzt, ist eigentlich ganz witzig, dass ich das jetzt gerade zu Ostern aufnehme. Ich glaube, wir müssen die Eier bestimmt in den Korb legen, kann ich mir gut vorstellen. Normalerweise ist das bestimmt nicht. Ich muss zugeben, ich habe schon mal kurz reingeschaut und da war das Ganze noch nicht gewesen. Das war aber vor einiger Zeit. Hier ist ein Schlüssel und ein Tablet. Kann ich natürlich auch nicht mitnehmen. Ist ja nichts mehr wert, ne? Kennt ihr ja. Hier, Telefon. Nimm noch das teure... Oh, der Besitzer kommt nach Hause. Der Besitzer kommt nach Hause. Ist schön. Wir werden ihn mal eben kurz, hier, warte mal. Wir werden ihn ein Präsent überreichen. Wir stellen uns einfach, guck mal hier, das ist unsere Ausrede. Wir sagen einfach, Entschuldigung, wir haben ihr Handy letzt gefunden, haben herausgefunden, wo sie wohnen und wollten ihnen das einfach wiedergeben. So, pass mal auf, das wird bestimmt funktionieren. Wir tun jetzt ganz unschuldig, ja? Wir wollten hier nichts klauen. Wir wollten nur das Handy zurückbringen. So, also. Der Herr, ich...
Okay. Habe ich das richtig beobachtet, dass wir gerade von einem Känguru verprügelt wurden? Ist das richtig? Wurden wir gerade von einem Känguru verprügelt? Ich sehe es morgen schon in der Bildzeitung stehen. Känguru verprügelt Dieb. Super. Sehr schön. Warum? Warum? Oder sollte das einen Hasen darstellen? Ich weiß nicht. Es sah mehr nach einem Känguru aus. Gut. Ich würde sagen, wir starten nochmal eine weitere Runde und schauen nochmal weiter. So, Freunde, zurück in der zweiten Runde und ich habe mich gerade eben noch mal ein bisschen informiert und anscheinend können wir wirklich mit Q eine Liste öffnen mit Dingen, die wir benötigen, die wir mitnehmen müssen. Ist wahrscheinlich einfach nur eine Einkaufsliste und der Typ wollte eigentlich zum nächsten Kick, hat sich aber im Haus seines Nachbarn verirrt. Ich habe doch keine Ahnung, man kann ja mal passieren. Oder vielleicht ist es natürlich, das kann natürlich auch sein, dass es eine Wunschliste ist von Weihnachten und er die Sachen einfach nie bekommen hat und deswegen einfach jetzt beim Nachbarn einbricht. Warte, ich sollte vielleicht echt mal auf die Liste gucken. Ein TV. Ein TV sollte man eigentlich schnell finden. Da ist der TV. Sehr schön. Ich will auch gleich mal versuchen, die Eier da vielleicht mal reinzulegen. Perfume-Bottle. Computer-Tower. Silver-Candlestick. Was ist ein Silver-Candlestick? Star-Tour. Kettle. Laptop. Goldbar. Englisch ist gut. Also wir müssen... Da steht hier zwar nicht auf der Liste drauf, aber wir müssen auf jeden Fall noch Englisch suchen. Ja, meine Englischkenntnisse, die sind ja auch ein bisschen flöten gegangen. Ein Mülleimer. Gut, wir waren auch noch nicht oben gewesen, ne? Wir können die Hasen einfach so mitnehmen. Auch wenn die nicht auf der Liste stehen. Ich möchte eigentlich, warum können wir das Toast nicht klauen? Das finde ich schade. So. Ach, guck mal, da oben liegt. Habe ich wieder gerochen. YouTube Money ist doch klar. Das rieche ich aus einem Kilometer Entfernung. So. Hier ist der Laptop, den brauchen wir. Hier ist wieder ein kleines Hiechen. Eigentlich ganz cool, die Idee. Wirklich so zu Ostern hier so ein kleines Event zu machen. Ist ganz... Hau mal ab, du blöder Stuhl, Mann, ey. Ich will doch keiner... Dich will niemand klauen. Opfer. So, schauen wir mal oben, was hier so abgeht. Ich wette wirklich, wir müssen bestimmt die Eier in den Korb legen. Ach ja, ein sehr schönes weißes Bild. Habe ich bei mir zu Hause auch hängen. Einfach mal ein weißes Bild. Das ist, ja... modern momentan. Teddybär. Noch ein Schokohase. So, mal zu den Scheiß. So. Schränke können wir auch reingucken, wenn es uns denn gelingt, den aufzumachen. So. Stamps. Aha, ja. Lass den doch da liegen, Mann. So, oh, warte mal. Hier lag doch wieder was. Ach, da liegen noch Eier. Sehr schön. Das könnte man eigentlich mal als Extra-Folge machen. Die ganzen Eier suchen. So. Kopfhörer. Was stand nochmal alles auf der Liste drauf? Perfume-Bottle, Computer-Tower, Silver-Candle. Bei den meisten Sachen bin ich mir gar nicht mal so sicher, was es bedeutet. Eine Gitarre? Oder ist das eine Gitarre? Ist eine Gitarre, alles klar. Das ist eine formidable Gitarre, sehr schön. So, wo sind wir hier? Im Badezimmer. Natürlich liegt im Badezimmer auch einfach ein Ei im Waschbecken, ist doch klar. Wer wäscht denn nicht gerne seine Eier ab? So, was? Ja, das klang jetzt ein bisschen zweideutig. Ich wasche gerne meine Eier. Das ist normal. So, Schokohase im Bett, finde ich, geht gar nicht. Also naschen im Bett ist No-Go. Hier liegt wieder ein Schlüssel. Können wir den Schlüssel irgendwo benutzen? Hier ist wieder YouTube, mein Liga. So, was haben wir hier? Ein Safe. Lock it. Okay, müssen wir wahrscheinlich einen Code finden oder sowas. Ich habe keine Ahnung. So. Ach, dafür war der Schlüssel. Alles klar, meine Augenbraue juckt irgendwie ein bisschen. Der Besitzer kommt nach Hause. Wir sollten uns gleich vielleicht verstecken. Hier ist der Computer Tower. Sehr schön. So, irgendwie noch. Ah, hier ist der Code. 4459. Ich weiß gar nicht. Können wir uns hier vielleicht drin verstecken? Hier machen wir die Tür zu, so. 44. Ist mir jetzt egal, ob du nach Hause kommst, Mann. Ich bin ein eiskalter Dieb. 4459. Mach auf den Scheiß. Oh, ich glaube, wir haben Alarm angemacht. Kann das sein? So viel YouTube-Money. Sehr schön. So, komm, mach die Tür wieder zu. Ich habe Angst, dass er uns hier findet. Ich werde mich mal ganz unauffällig hinterm Spind verstecken. Hinterm Spind, sag ich schon. Hinterm Safe. So, der wird mich hier nicht sehen. Kann ich die Flashlight ausmachen? Ich kann die Flashlight ausmachen. Wir sind nicht, nicht verraten, ja? Wir sind der Osterhase. Ich möchte nicht nochmal von einem Känguru verhauen werden. Ist nicht schön, ist keine schöne Erfahrung. Mhm.
kommen nicht hier rein. Bitte, bitte bleiben Sie draußen. Ich halte die Tür einfach zu. Oh, scheiße, ich glaube, der kommt hier rein. Wir haben nämlich jetzt den Alarm angemacht. Das ist nicht gut. Hold Shift Run steht da. Okay. Wir müssen jetzt bestimmt, das kann ich mir denken, wir müssen jetzt bestimmt irgendwie nach draußen entkommen. Was fehlt uns denn eigentlich noch? Parfümbottle, Silver Candlestick, Statue, Kettle. Kettle, ist das eine Kette? Statue, natürlich Statue, Silver Candlestick, keine Ahnung, was das ist, Parfümbottle, also Parfüm, bist du schon. Wahrscheinlich Axe Moschum oder sowas. Ich wage mal einen Blick nach draußen. Es ist nicht mehr das Känguru, es ist der Besitzer. Das ist ja schon ein bisschen blöd, ne? Ich meine, da sieht man jemanden im Raum und läuft nicht hinterher. Das ist schon ein bisschen dämlich. Ich laufe mal einfach zur Tür. Tschüss, ich bin weg. You escape it. Yeah. Aber ich würde gerne noch mal alle Sachen finden. Guck mal, 37.585 Dollar auf Loot. Sehr schön. 5 Minuten, 41 Sekunden. Schön, schön, finde ich gut. Okay, pass auf, wir starten noch mal eine weitere Runde. Ich würde jetzt vielleicht mal... Ich will mal ganz kurz eine Sache ausprobieren. Wo ist denn das Ei hin? Ei. Hä? Ach, das sind unsere Schritte. Ich dachte gerade, läuft der Typ hier noch rum? Das wäre aber sehr merkwürdig. Wo sind die ganzen Eier? Eier, wir brauchen Eier. Sag ja, Eier, wir brauchen Eier. Eier. Toast. Aber keine Eier. Wo sind denn die? Ach, guck mal, hier waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Die Garage, natürlich. Natürlich hängt man sich in der Garage auch wunderschöne Osterdeko auf. Ist doch klar, so. Keep searching. Okay, wir müssen jetzt hier, Fahrrad. Nimm doch das scheiß Fahrrad mit, oder? Einen schönen Rasenmäher. Hier, ein schöner Grill. Ein schöner Weber-Grill. Wer willst du nicht? Was denn jetzt? Jetzt wollte ich das mal kurz ausprobieren mit den Ostereiern, aber jetzt finde ich keine Ostereier mehr. Hat sie wohl ausgeeiert? Naja. Doch, hier ist eins. Da ist ein Osterei. So, pass auf. Nimm mal... Scheiß Osterei, Mann. So. Das ist ein überaus hässliches Osterei, wollte ich nur mal gesagt haben. So, ich packe das jetzt mal in den Korb rein bei diesen... total gruseligen... Ich... keine Ahnung, ob das... Ich glaube, das... Ich weiß nicht mal, ob das überhaupt was bringt. So, was steht denn so auf der Liste? Vase, Headphones, Digitalkamera, Statue, Toaster. Yeah, wir dürfen den Toaster mitnehmen. Mobilphone, Diamond Ring, Goldbar. Okay, das meiste, weiß ich, was es ist. Den Toaster, der müsste hier doch eigentlich irgendwo in der Küche stehen. Das ist eine Mikrowelle. Wo packt man sich denn Toaster hin, wenn ich in der... Wo hat der Typ denn einen Toaster? Beziehungsweise das Känguru. Ein Toaster. Eine Vase stand da, glaube ich, auch drauf. Die Vase stand doch... Natürlich steht es jetzt nicht mehr hier. Nur blödes Osterei, was da... Es ist, leck mich doch am Arsch, du. Ich guck mal oben. Wahrscheinlich hat da oben den Toaster irgendwo stehen. Oder, warte mal. Statue, Toaster, Mobilphone. Liegt das Mobiltelefon hier irgendwo? Okay, die Uhr bimmelt. Das bedeutet, wir haben nicht mehr lange Zeit. Ich muss aber zugeben, ich dachte zuerst, das wäre so ein Trash-Spiel. Aber es macht tatsächlich irgendwie Spaß. Muss ich leider Gottes zugeben. Es hat irgendwie was. Ey, guck mal, da ist noch Geld. Du kleines Luder, das kannst du nicht vor mir verstecken. Ich riech sowas. So. Das ist gar nichts. Wo hat er denn das ganze Zeug? Also die Sachen tauchen auf jeden Fall auch random im Haus auf. Was haben wir denn hier? Schokohase. Digitalkamera, ne? Boah, ich habe gerade ein bisschen Schluck auf, Entschuldigung. Jetzt pack doch mal diesen blöden Ikea-Schrank da weg, Mann. Hier, Digitalkamera, so. Fick den Kack hier. So. Der leckt sich hier wahrscheinlich immer so fest wegen meinen unfassbar krassen Grafikeinstellungen, weil ich das auf Best gemacht habe. Ja. Da liegt ein Osterei auf dem Stuhl. Ist schön. Laptop war nicht auf der Liste, ne? Toaster, Mobilphone, Diamond Ring. Wo finde ich denn den Toaster, Alter? Wo hat man denn einen Toaster, wenn ich in der Küche? Wahrscheinlich im Badezimmer. Das Geld liegt immer an sehr, sehr eben Stelle, ne? Nehme ich mit. Badewanne, Toilettenspülung. Schön, dass es immer geht. Hier liegt Geld neben dem Bett. Natürlich, ich persönlich habe auch immer Geld neben meinem Bett liegen. Ohne Geld kann ich nicht mehr einschlafen. Vor dem Schlafen gehen erstmal fett so erstmal im Geld schnüffeln. So,
quasi die Bazillen der Vorbesitzer durch die Nase ziehen. Voll geil. So, was ist denn diese dumme Kiste hier irgendwie? Ich hab keine Ahnung. So, ist es wieder das Känguru, das uns heute begrüßt? Ich weiß es nicht. Ich versteck mich jetzt einfach mal kurz. Im Schrank. Hier wird er mich nie finden. Komm ich hier? Ich komme nicht in den Schrank rein. Ne? Super. In den Wandschrank vielleicht. Mach zu. So. Der findet uns hier nie. Niemals findet er hier uns. Die Frage, die sich mir hier nur gerade stellt, ist... Ist es das Känguru oder ist es der Besitzer? Also wir haben einmal das... Ich glaube, es gibt einmal den Besitzer und es gibt das Känguru. Und das Känguru ist einfach das Haustier, das allerdings auch arbeiten geht. Also man muss ja auch zusehen, dass man irgendwie Geld ins Haus bringt als Haustier, ne? Ist ja klar. Da kann sich mein Hund eigentlich mal ein Beispiel dran nehmen. Mein Hund, der lebt irgendwie von Hartz IV oder so. Der macht auch nichts den ganzen Tag. Der pennt nur den ganzen Tag. Der hat auch nichts zu tun. Ist da wer? Hallo? Hallo, es ist der Besitzer, ich bin weg, tschüss, Alter. Der kriegt mich jetzt nicht mehr, weil ich draußen bin. So, you escaped. Mit 480 Dollar. Das hat sich richtig gelohnt, Alter. Das ist ja gerade mal. Er weiß ja nicht, hier ist auf jeden Fall wenig. Für Diebstahl. Naja, gut, Freunde, ich glaube, an der Stelle beenden wir einfach mal dieses wunderschöne Video. Das war The Very Organized Thief. Ich kann es immer noch nicht aussprechen. Und wenn ihr vielleicht auch andere Vorschläge habt zu irgendwelchen Trash-Games, Indie-Horror, was auch immer, immer gerne in die Kommentare damit oder natürlich auch auf dem Discord. Da schaue ich mir natürlich auch mal alles an. Und ja, dann würde ich mich verabschieden. Das war's soweit von The Very Organized. Ich verabschiede mich. Bis dahin, euer Tobi. Tschüss.